Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Team. Heute nur eine ganz kurze Folge. Wir werden nur zwei Packs ziehen. Hab nämlich nicht viel Zeit, aber ich habe mir gedacht, machst ein vernünftiges Pack-Opening mit einem Happy-Hour-Pack. Ist nur ganz kurz das Video, 4-5 Minuten. Ich hatte erst überlegt, hier die zwei Packs zu ziehen und euch dann noch ein Gameplay drunter zu legen, ein FIFA-Spiel. Aber ich dachte, ein unkommentiertes FIFA-Spiel ist jetzt nicht so der Bringer. Happy-Hour ist gerade angesagt. Wir haben hier, wir gehen mal rüber, Gold-Packs... 15.000er Packs sind gerade da, wo man noch die Chance hat aufs alte Inform-Team, Team of the Week. Denn das neue ist ziemlich scheiße. Ich habe jetzt hier gerade eine Offline-Saison komplett gewonnen, habe ein Gratis-Pack. Das werden wir jetzt zuerst ziehen. So, dann hoffen wir mal, dass da jetzt was drin ist. Gignac, ja, der ist nix wert, das weiß ich schon so. Aber vielleicht ist ja sowas anderes wert. Dido, Gignac, Montano, 80 Pace, immerhin. So, 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 was haben wir hier für eine Formation? Na, 3, 4, 2, 1 ist nichts wert. Ah, die Stadien sind vielleicht was wert. Die Fitness brauche ich selber. Den teuren Vertrag stelle ich mal auf den Tauschstapel. Direkt anbieten. So, die zwei Verträge hier, die behalte ich einfach mal. So, das machen wir eben noch. So, schießen. Ach, den können wir einfach mal anbieten. 150 Startwert. Ich glaube nicht, dass die so viel wert sind. Ja, und als ob die jetzt was wert wären. Wir können sie einfach mal drauf tun. 300 Startwert. Machen wir mal 400. Gignac. Ja, ich hatte den letzten schon mal. Da ging er für 350 weg. So, die sind wahrscheinlich nichts wert. Deswegen Schnellverkauf. 432 Münzen. Wupp. So, und jetzt fehlen mir ein paar Münzen, das gibt's doch nicht. Jetzt fehlen mir da oben doch tatsächlich Münzen. Jetzt muss ich einen Spieler wegwerfen. Und das wird dann jetzt wahrscheinlich ein Bronzespieler treffen oder zwei. Mal gucken, wen ich davon wegschmeiße. Klotz, glaube ich, weil der hat eh die falsche Formation. Ja, ist jetzt natürlich blöd, dass ich den einfach wegschmeiße, aber ist jetzt nicht so wichtig. Zack, weg mit dir. Wie viel braucht man noch? Wie viel Münzen? Noch... 9. Noch 6 Münzen. Dann machen wir das jetzt anders. Dann werfen wir aus dem Verein irgendeinen Gegenstand weg. Ein hässliches Trikot oder so, was wir vielleicht noch haben. Oder ein Verbrauchsgegenstand, je nachdem. Was haben wir denn hier? Ja, hier. So eine Verletzungskarte. Die braucht doch kein Mensch. Für 32 Münzen weg damit. So, und dann haben wir jetzt über 15.000. Das heißt, jetzt kann ich das Happy Hour Paket ziehen. Ich habe bisher nicht wirklich gute Erfahrungen mit diesen Packs gehabt, das kann ich euch sagen. Ich hatte da bisher nur Scheiß drin. Dann werden wir nämlich jetzt das Pack ziehen. Ihr seht, da oben war gerade wer drin ist, halt Kagawa, Suarez. So, dann jetzt. 15.000 Münzen. Ja. Komm, bitte, 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 bitte. 24 Objekte. Sergio Busquets. So viel zu Inform-Spieler. Schwarzer, Morone, Starke, Quapke, Sergio Busquets, den hatte ich schon vor 2 Tagen im Pack. Adrenur, ja toll, und 3 seltene Verträge. Manager, Trikot, 500 Münzen, die meint es aber gut mit mir. Ah, das hat sich ja wirklich gelohnt. Da hätte ich, glaube ich, die 15.000 echt besser gespart. Aber ich dachte so, ah, vielleicht wagst du ja dein Glück mal. Juve-Trikot, vielleicht ist das ja was wert. Kann man ja mal auf den Tauschstapel tun. Manager, so spielt eh keiner. Deswegen kann man das auch uns sparen. Das können wir hier mal listen. Die ganzen Goldverträge, die brauchen wir selber nicht. Haben genug Verträge auf unseren Spielern. Da reichen mir nämlich auch die normalen. Ja, toll. Busquets als teuersten, als wertvollsten Spieler gezogen. Der Typ ist nichts wert. 1000 bis 1200 Münzen, glaube ich, so um den Dreh. Ist der was wert? Ich glaube zwar fast nicht. Wir tun ihn mal ab 650 Startwert rein. Ja, Busquets genau dasselbe. Er hat zwar eine geile Formation, aber mehr ist er auch nicht wert. Tun wir mal ab 800 Start rein. Die sind alle nix wert, würde ich mal sagen. Ja, Starke, Bayern-Torwart, klar, den mag ich, aber... Ist halt nicht der Hammer, ja, das ist doch alles nichts wert, würde ich mal sagen. Moment, wir hatten diesen Verteidiger, wir hatten Busquets, wir hatten 3 Verträge.
Das Man, ja, dann hatten wir 7 selten, ne? Ja, hat sich ja super gelohnt, würde ich mal sagen. Weg damit, 1500 sofort abstoßen. Ja, dann soll es das gewesen sein. Hat sich natürlich ziemlich gar nicht gelohnt, diesmal mal wieder. Goldpacks, wie gesagt. Es wäre echt schön, wenn wir mal einen Informspieler gehabt hätten. Ich kann ja hier mal das Informteam zeigen, was jetzt gerade im Moment noch ist. Gleich kommt nämlich das Neue. So, hier oben. Ja, da werden richtige Brocken gesehen. Ihr habt es gerade vielleicht gesehen. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Moment. Hier, da rechts. Ja, ihr seht schon Kagawa, linkes Mittelfeld. Ja, warte. Lädt. Da ist es. Das ist ein Team der Woche. Hier, Chiellini, Varane, Vertonghen, Kagawa, Draxler, Altmaier, Bonaventura, Palacio, Negredo, Suarez. Die hätten wir alle richtig gut vertickern können. Hier, Linksverteidiger De Siglio, richtig was wert. 83 Tempo für einen Silberspieler. Geile Spieler sind das hier einfach. Benitez. Schade wirklich, dass wir den nicht gekriegt haben. Oder dass wir hier überhaupt keinen von gekriegt haben. Wie gesagt, Luca Toni bisher mein einziger Informspieler, den ich hatte. So, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier auch schon wieder. Bald kommt wieder ein vernünftiges Ultimate Team Video, nur heute war halt nicht die Zeit. Hoffe, das reicht trotzdem. 6 Minuten 25. Keinen tollen Spieler gezogen. Vielleicht hat ja einer von euch jetzt meinen Boostcats gekauft. Könnt mir ja mal 100.000 Münzen geben. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.